Lässt das Profi-Mindset überhaupt zu, sich mit etwas anderem schon zu befassen? Oder bin ich da, verliere ich den Fokus auf das, was ich eigentlich will? Und das ist am Wochenende können Leistung bringen, das ist im Training können Leistung bringen. Hallo zusammen, ich bin der Jérôme Thiessant, ehemaliger Profifußballer, arbeite bei der Sport Academy Zürich. Dort bin ich vor allem als Fußballkoordinator und als Lerncoach tätig. Nebenbei bin ich auch noch Trainer von einer U16, und zwar bei Red Star Zürich. Jetzt nicht reinlassen! Komm rein! Nicht reinlassen! Meine letzten Stationen als Profifußballer waren in Amerika, 17 und 18. Ich durfte bei Minnesota United spielen. Nachher bin ich zurück in die Schweiz gekommen. Nach einem kurzen Zwischenstopp bei Rappi durfte ich in den letzten 3 Jahre bei Aarau verbringen. Als ich gewusst habe, es wird jetzt langsam sicher mal das Thema, habe ich auch mit Athletes Network Kontakt aufgenommen. Ich habe eine Standortbestimmung angefangen, die einem eigentlich sollte helfen auf dem Weg. Nach dem ersten Baustein habe ich dann bald einmal Kontakt zu meinem heutigen Arbeitgeber gefunden. Und nach dem zweiten Baustein habe ich glaube, einen unterschriebenen Arbeitsvertrag gehabt. Also es ist wirklich ruckzuck gegangen. Ja, der Jerry war die perfekte Besetzung für diese Stelle. Wir waren auf der Suche nach einem Fußballkoordinator und aufgrund von seinem Werdegang war das eigentlich optimal gewesen. Ja, er kann sich sicher auch in die Situation von all diesen Sportlern so klein versetzen. Die Art und Weise, wie er mit ihnen reden tut, weil er selber in dieser Situation war. Und grundsätzlich ist es natürlich schon so, man hat über die Jahre im Profibereich viele Kontakte aufgebaut. Man kennt viele Leute und von dem können wir natürlich extrem profitieren. Bei der Sport Academy Zürich habe ich verschiedene Tätigkeiten. Ich bin einerseits Lerncoach. Da geht es darum, einzelne Sportler ganzheitlich zu betreuen. Sei es Schule, sei es Sportliche, vielleicht auch mal etwas Privates, wo ansteht. Ja, und zu einem grossen Teil besteht meine Arbeit aber vor allem als Fußballkoordinator. Wir haben hier ein hauseigenes Fußballtraining, das wir 4-mal in der Woche jeweils am Morgen anbietet. Die ganze Organisation und Koordination von dem ist ein grosser Teil davon. Aber auch alle Fußballerinnen und Fußballer will ich so gut wie möglich begleiten und betreuen, vor allem auf sportlicher Ebene, dann weniger auf schulischer, dass ich da eine Anlaufstelle bieten kann. Ich denke, ich kann doch einiges mitnehmen vom Profisport, sicher Teamfähigkeit. Ich kann mit Kritik umgehen, weil ich das von überall bekommen habe, von allen Seiten, oder? Gewisse Drucksituationen, ich denke, dass ich da sicher davon profitieren kann. Die Liste, die mir da gefällt bei der Sport Academy Zürich, ist relativ lang, sage ich auch ehrlich. Nur schon der Prozess, wie sie mich da eingeführt haben und aufgenommen haben, sogar noch während der Profikarriere, ist nicht selbstverständlich von einem Arbeitgeber. Das Team weiss sich je länger, je mehr zu schätzen, ist wirklich einfach angenehm. Und ich habe auch irgendwie den Eindruck gewonnen, dass am Schluss ist fast gleich, was man bietet oder verkauft, solange man sich als Abnehmer auch irgendwie in diesem Umfeld wohlfühlt. Und das ist da bei uns, ich hoffe nicht nur bei mir, sondern bei allen, sind wir sicher der Fall.